Ja, deine Kugel in den Arsch verpflanzen, wenn sie komisch zuckt. Ich hab schon auf Automatik umgestellt. Let's get this out of our way. Und nimm sie hochgepackt, alter Mann. Komm, ich kann das nicht, das ist viel zu schwer. Er hat's von allein gemacht, aber ich brauch deine Hilfe. I'm glad you guys were here. Wiggle. Das Quick Time Event hätte ich gehabt, du auf, Bep! Die schöne Munition, Chris. I can't believe this. Well, get used to it. It's either them or us. And they don't hesitate. Why did this have to happen? Weil ihr so dumm wart, nur klar Infizierten in den Fahrstuhl zu steigen. Ist so. I don't think we're alone in here. Lena, grab your gun. Easy, let's go! Vielen Dank, der nette Herr. That's our cue to get the hell out of here. I couldn't agree more. Sehr gut. Leon, it's too late. There's nothing we can do. You're right. Let's get the hell out of here. Hauptsache erwartet während der ganzen Übertragung, werden die da hinlaufen und sobald die quasi am aufgefressen werden sind, sagt er, okay, jetzt können wir los. Helfen wir dem mal. Ich wollte ihm schon Popcorn anbieten. Das war überraschend munitionssparend. Hör mal mit. Ach, kriegen wir die beide? Nee, das ist Coole bei... Oder nimm mal. Ich hab sie schon genommen. Genau, das ist das Fiese, wenn du richtig
Oh, wir kriegen sie beide, okay. Weil wenn du an einer Konsole spielst, zu zweit, dann kriegt immer nur einer die Munition. Das macht's noch fieser, aber okay, so kriegen wir sie beide. Müssen wir uns nicht streiten. Sehr gut. Das gibt dem Andi Mut. Ja, das ist so gut. gibt's ein Messer? Ja. Das Spiel gibt das nur noch nicht frei irgendwie bei mir. Ich hab keins. Du musst Waffe wechseln mit dem Digipad. Ah, oh, ich hab sogar die Hydra. Schön. Kann ich, ist Friendly Fire on? Bestes. Willst du nur eine Scheibe von meinem Arsch abschneiden? Ja, hör mal, da ist so viel, da kann ich einen ganzen Sonntagsbraten draus machen, let's go. He said it was some sort of fog. If this thing spread in gas form, then anyone who breathed it in got infected. That would mean everyone on campus. Yeah, but then why is it so quiet? I've got a bad feeling about this. Die Frage ist, Chris? Hm? Is this Chris's blood? Enrico! Was wolltest du sagen? Genau, grüne Kräuter. Die nehmen wir dann vermutlich auch beide jeder eins auf, ne? Ja, ich denke mal, alle Items sind doppelt jetzt. Boah, dadurch, dass wir online spielen. Ja, ich muss mich nochmal an dieses Menü gewöhnen, ne? Ja. Warte mal ab, die anderen Charaktere, bei denen ist es noch cybermäßiger. Die haben ja alle ihr eigenes Design. Vor allen Dingen habe ich die ganze Zeit Wishes im Nacken, der vermutlich zugucken wird. Und mich judged. Und bewertet. Und Anglizismen sind auch wieder dabei, wie bei uns immer. Ich glaube, ab einem bestimmten Moment des Games runtermachens wird er nicht mehr zugucken. Das ist okay, bisher sind wir ja relativ fair gewesen. Schade, irgendwo was in den Ecken, ey. Ups. Sorry, didn't mean to do that. Shotgun-Shells. Sehr leise. Ich werd nur ordentlich zusammenlatschen hier, glaub mir. Spart unglaublich Munition und ich mach's gerne, aber man kann's auch wieder. Ja. Darf ich Ihnen meine Aikido-Künste zeigen? Frisch von der Akademie. Okay, ich muss lernen, ich muss näher ran für die Aikido-Künste. Machst auch unterschiedliche Angriffe, je nachdem, ob du rennst, ob du hinter den Leuten stehst, ob du sie gegen irgendwas gegenbumsen kannst. Das ist ganz witzig. Warum haben wir nochmal ein Messer, wenn das quasi alle unsere Probleme löst? Agent Kennedy, ich habe etwas entdeckt. Das Hinfallen? Ja. Okay, erkläre es mir. Wenn du zielst, in irgendeine Richtung und dann das war schießen? Ah. Wenn du den Xbox-Controller nimmst. Ah, ich erinnere mich, ja! Herzlich willkommen zum Schulsport. Ich hoffe, ihr habt alle euren Turmbeutel dabei. Wieso? Helena, bescher mich! Okay, let's go. Das ist eine der wenigen Sachen, die mir gut gefallen im Spiel. Das mobile Bewegungssystem. Das ist ganz witzig. Okay, ganz ehrlich, ich glaube, ich werde die Hälfte der Zeit, mach mal die Tür auf, nur so durch Türen gehen. Das ist in Ordnung. Wo kommst du denn her? Okay, vielleicht nicht die ganze Zeit. Wo ist denn hin? Da. Yo, bye. Unten bleiben. Geil. Das ist genau der Scheiß, auf den ich Bock hab. Man muss ja, wie gesagt, sagen, Resi 6 ist ein geiles Actionspiel. Ein geiles Action-Survival-Spiel, hm? Wenn man Bock hat auf Michael Bay The Game, ja, auf jeden Fall. Helena, der Part ist voll lang, ich glaube, ich hau mich hin. Voll fies, ey, Helena hat kein Messer, finde ich nicht in Ordnung. Kennst du Krebsfußball? Das haben wir damals immer gespielt, das spielt man ungefähr so. Bis wir einer aus der Klasse aus Versehen voll den Ball gegen sich geschossen haben. Oh, wir müssen aufstehen. Hi.
Oh, ich glaube, Moni wird kein Problem dadurch, dass wir alles doppelt finden. Guck mal, liegt hier welche für dich? Hier lag auf jeden Fall ein grünes Kraut für mich und irgendwo lag ja auch Muni vorhin. Aber ich meine, hier vor mir müsste Muni liegen für dich. Ja, ferngezündeter Sprengsatz. Ah, okay, dann findet jeder was anderes teilweise. Okay, witzig. Was ist denn dieser ferngezündete Sprengsatz? Interessant. Das ist so eine Bombe, die du hinlegst und dann wieder auslöst. Quasi. Also eine Mine. Ja, genau. Aber die du halt fernzünden musst, die nicht automatisch hochgeht. Ich verstehe. Kriegst dann so eine Fernbedienung, nachdem du sie hingelegt hast. Ich will meinen Power Charge! Gib mir meinen Power Charge! Ich kann übrigens noch eine Secret Technik verraten. Yes, please. Mit jeder Waffe, die du hast, kannst du so einen Notschuss machen. Das sieht bei mir so aus. Du meinst den Quickscope, LT und RT gleichzeitig so? Genau. Ja. Genau. Und ich habe zum Beispiel die Hydra. Pass mal auf, was sie damit macht. Willst du dafür Munition verschwenden? Ja, einen Schuss nicht. Ich liebe das einfach. Okay, das ist schon geil. Ja, deswegen mag ich Helena ganz gerne. Auch nur deswegen. Sonst hasse ich sie. Musst du sie leicht versetzt drücken oder einfach gleichzeitig? Gleichzeitig. Okay. Je nach Waffe macht er dann noch Moves. Ganz interessant. I wonder if there are any survivors. Guten Tag! Thank you. Gib ihr! Erstmal dann gewöhnen, dass ich B drücken muss und nicht RT dafür. Oh, hier ist eine Party. Jausa. So sieht's aus. Schauen wir mal ein bisschen Munition. Ja, Mann! Danke! Wrestling the game. Also es sieht schon mal gut aus, das muss man dem Spiel lassen. Warte, ich mach mal gerade hier eine kleine Kräuterkombination. Den, rein damit in meine Pillenbox. Nom. Mach ich mit. Tic-Tac. Schmecken einfach gut. Ich kann mich voll heilen, ne? Also die 6 Balken könnte ich theoretisch voll machen. Wenn ich nehmen dich, krieg ich die übrigens auch, warte. Oh, dann lass uns doch mal zusammen heilen. Gib mal deine Tic-Tacs, der über deine Haut in meine Haut abgesondert wird. Wir machen einfach rum währenddessen, ich merke das schon. Ja, jetzt steht er auf. Ich hab so das Gefühl, du kriegst eine Idee davon, warum ich gerne Nahkampf auflevel. Kann ich absolut nachvollziehen, ist sehr munitionssparend. Hier liegen übrigens also noch Granaten drauf, jeder, ne? Jeder hat seinen eigenen Stil, ne? Aber das Spiel hat nicht so viel geiles Skills. Hier lagen noch Granaten am Tisch, hast du die schon? Oh, das ist recht. Das Spiel so, hey, ihr spart Munition, hier habt ihr noch mehr. Nett von euch, dankeschön. Okay, ich glaube, damit haben wir alles geroomerated hier, ne? Dann können wir mal weitermachen. Oh, du hast noch was. Boah, übertreib, Junge. Einfach mal 80 Schuss oder so. Ja, yep, dadurch, dass wir nicht sharen müssen, ist es echt ein bisschen easy. Gut, dass wir Professional genommen haben. Get to the security gate. It'll lead you off the campus. Aber ich will die Gegend erkunden. Guck mal, wie geil das aussieht hier. Es gibt übrigens auch einen Konter, genau wenn der Zombie mit irgendwas zuschlägt oder angreift, aber da musst du unglaublich schnell reagieren. Ich probier's mal. War zu früh. Verdammt, egal. Braucht man nicht, außer für ein Achievement. Oh, okay. Hoffentlich kriegt mein Messer wieder. Ich glaube, du hast es noch, ne? Das behält einfach. Ja, Gott sei Dank. Okay. Da oben macht die... warte mal. Junge, war ein harter Tag. Lass mal bei Gisela ein bisschen abhängen. Gisela, du machst die geilsten, was auch immer du hier anbietest. Pass auf, du machst das. Ich leg mich mal zurück und dann gönnst du mir mal. Kannst du der armen Kleinen noch nicht antun. Guck mal, was die hier für Steaks gemacht hat. Alter. Okay, ich habe eindeutig genug Munition. Bitte? Alles unter 1000 Schuss in Resi 6 ist zu wenig.
Guckt euch die Hydra raus, ey. Ich glaube, wir sollten gerade ein bisschen mehr schießen, weil wir haben wenig Leben, aber viel Muni. True. Oder komme ich hier mit meinen bewährten Resident Evil-Taktiken nicht weiter? Doch, doch, hier kannst du dich auf jeden Fall durchboxen. Du kannst auch schießen, ne? Du musst nicht alles wegsparen, jetzt gerade wenn wir so viel haben. Howdy! Ring around the fucking Rosie! Gib mir XP, ich will treten auf Level. Wir treffen uns beim Bacon-Stand. Oh, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Kontakt gemacht. Nice. Wir treffen uns beim Bacon-Stand, aber ohne treten. Hier ist rotes Kraut. Papi, Papi, hast du gesehen? Papi, Papi. Okay, jetzt habe ich auch viel Heilmittel. Jetzt habe ich allein 12 Tic-Tacs schon in meiner Tic-Tac-Schatulle. Dann gönn du uns mal zwei oder bist du vollgeheilt? Ja, warte, ich bin noch nicht... Hast du jetzt einen halben Balken? Der geht, glaube ich, von alleine voll wieder. Ja, kannst du mir noch einen geben? Das geht der nicht von alleine voll? Ja, doch, doch, der ist voll. Aber ich... Warum willst du dann... Ach, bist du so verletzt gewesen? Sie. Ich kann nicht heilen, ich bin vorgeheilt. Ach so. I'm glad you're here. Schön, dass du mir nicht hilfst, Bitch. Ist so. Hier hätte ich mit dem Rückschwung getroffen. Ist so, der Penner. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt einen nehme? Ah, perfekt. Gut zu wissen. Wie ich hier von hinten einfach mal mashen wollte und er so, nein. It's locked. Hunnigan, can you open it? Sorry, not from here. Try the staff building behind the bleachers. I'm guessing you'll find keys for the gate there. Hunnigan, kein Problem. Ich fresse noch ein paar Sandwiches zwischendurch, wenn das okay ist. Alle hopp! Treppe hoch, nur rollen. Helena. Jawohl. Keep that trigger finger ready. Ich erinnere mich an den Gang. Kommen die hier nicht aus den Fenstern raus? Aber erst auf dem Rückweg. Ah, okay. Oh, Spoiler. Was hältst du davon, wenn ich hier mal so eine fernzündliche Mine schon mal aufstelle? Kannst du machen. Darfst du nicht vergessen, dass wenn du nachher auf den Schalter wechselst, dass du den noch betätigen musst. Ich glaube, das kriegen wir hin. So, ich mache den zärtlichen Gauner mal hier hin. So, GG. Genau, mit dem Teil. Yes. Also wechsel lieber. Wenn das geht. Jawohl, ja. Es ist alles bereit. Aua! Das war mein Lieblingsgesicht. Komm. Guck dir das euch an, wir werden selten so viel Spaß haben wie in der ersten Folge. Oh, die kommen no jetzt schon. Nice. Headshot. This is some pretty tight security for a college campus. Stylish. Nein, dann zu früh abgesprungen. Wo kommst du denn her? Tic-Tac, danke! Any day now, Hunnigan. We gotta get out of here. I've almost got it. Hang on. Get out of there, now!
Ich habe noch nicht alle Skillpoints eingesammelt. Ich bin auch ein bisschen traurig. Kommen wir da jetzt nicht mehr hin? Auf dem Rückweg, glaube ich, nochmal. Glaube ich, ich weiß es aber gerade nicht. Sir, leben Sie noch? Ja, wir gehen auf jeden Fall nochmal zurück, weil die bleiben nicht liegen, alle. Sehr gut. Die schönen Blätter, Leon. Aber hast gesehen, die machen ganz schön schnell sehr viel Schaden auf dem Fisch, ne? Ja, ja, vor allen Dingen können die auch so eine Doppelkombo machen. Der eine greift, der andere schlägt nochmal oben drauf, der Penner. Das könnte noch extremer Bullshit werden, ja. Ach, da lang. Ich habe die ultimative Geheimtür nicht gesehen. Dafür gibt es doch LB. Hallo? Die verteilen schon mal die ganzen Zombies, wenn wir nachher zurücklaufen müssen, dass die alle ein bisschen was snacken können. Würde ich übrigens freuen zu hören, dass dieses Spiel keinerlei Dokumente hat in-game. Warum auch? Dokumente sind für Atmosphäre. Da möchte ich. Ja, die sind alle im Bonusmenü versteckt, weil man will ja auch 30 Dokumente auf einmal lesen. Das ist genau meine Art von Atmo mache. Helena. Wie stumpf, Alter. Ich lasse ihn nicht durch. Schade. Joink! Gebumm! Voll, keiner trifft. Das ist okay. Ich habe auf Ausdauer geskillt. Oh, hi. Wie kannst du so einen Rennkick machen? Mit Rennen ist ja, wenn du A gedrückt hältst, dann rennst du so ganz schnell. Wenn du dann Nahkampf drückst, dann machst du so einen Sprungkick. So, hier. Na, verdammt, das war nix. Ich kann grad nicht rennen, du. Weil wir vermutlich Indoor sind, ich verstehe. Ja, ja. Im langen Gang kann ich dir das wieder zeigen. Sir, möchten Sie aufstehen oder bleiben Sie liegen? Okay, ich verstehe. Ich helfe dir mal, gern geschehen. Ich habe die dickere Schuhsohle. Sieh, dass wir Professional spielen. Ich komme mir vor, als hätten wir viel zu viel Munition. Perfekt, das habe ich... Aua, gerade gebraucht. Hast du ihm da gerade reingedrückt? Das Messer? Das ist meine Amazon-Monatsrechnung. Die ist so dick gewesen, hat er keine Chance mehr gehabt. Ich glaube, das war irgendeine Art von Flasche oder was war das? Ich weiß es nicht. Oh, hi. Tust du mal sterben, bitte? Warte, ich kann dir bei dir mal einen Sprungkick zeigen. Ja, gerne. Wenn sie nicht gerade stolpert und ich nicht zu früh springe. Boom, Junge! Kann man eigentlich hier drauflaufen? Nee, schade. Ich glaube an dich, du machst das da hinten. Nice. Diese Sprüche zwischendurch. Komm, so geil stumpf, ey. Brauchst dich gar nicht hinter dem Umbrella verstecken. Mit der Grillzange. Jemand ist auf Barbecue. Krasser Typ, ey. Ja, ich glaube, damit haben wir alles geroom-rated, ne? Boah, wo kommst du denn her? Alter, Wrestling-Move, okay. Ist klar, Helena. Gib mal dein Köpfchen. Dankeschön. Du gehörst mir! Also, dafür, dass das Resident Evil ist, haben wir jetzt mehr mit Kung-Fu-Moves erledigt. Sicher, dass wir nicht River City Girls spielen, ha? Hat plötzlich bei mir so schnell nicht ändern, glaub mir. Das ist voll in Ordnung. Ich habe erst 20 Shotgun-Schüsse, ich muss sammeln.
bevor ich wie so ein Revolver halt durch die Gegend rolle. Oh. Ich sollte vielleicht einen Key benutzen oder so. Hä? Nee. Nee, macht automatisch. Ich war noch nicht an der Tür. Kleiner Keck, du. Ich wollte mich nur ein bisschen noch frisch machen in deiner Gegenwart. Oh, ich erinnere mich. Müssen wir nicht den Metalldetektor irgendwie benutzen? Dann kommen sie alle wieder. Oh. Ah. Spoiler. So, ich hab doch hier davon, hab ich noch einen gehört. Geil. Das hab ich vom... Ein Konter. Wer kommt wo? Ich hab gesagt, das war ein Konter. Ah, mega cool. Sieht aus, als wenn du so eine riesen Axt geholt hättest oder so. Ja, ja, von ihm hat sie die Waffe weggenommen. Lass uns diese Tür abtasten. Oh, dramatische Musik. Ich hoffe, wir müssen laufen. Ja. Also einfach durchlaufen. Verstehe. Ja, du musst sie nicht bekämpfen. Wir können natürlich. Nö. Ich bin sofort bei dir. Ja, oder so. Wo sollen die Keys denn sein? Da. Die sind doch eh immer oben. Die sind immer oben. Windschutzschild. Ja. Windschutzschild. Immer, immer. Weißt du, Helena hätte einfach schießen können. Shit. Aber Leon S. Kennedy ist doch der schnellste Drifter der Stadt. Du hast natürlich absolut recht. Leon, Helena, are you two alright? Hanging in there. But we need another way to the cathedral. Well, I found an underground route that may be safer. The sewers, huh? Great. Ich glaube halt nicht, du findest den Eingang. Spiel wollte mir den Command nicht geben. Ja, ich glaube, damit haben wir auch das Chapter gerade erledigt. Das wäre ein guter Abschluss jetzt für die Folge. Das würde ich absolut genauso sehen. Da kommen jetzt noch die U-Bahnhöfe. I'm fine. What's the matter? Not a fan of sewers? Come on, let's just get to the cathedral, and then I'll tell you everything. Bio-organic weapons are correct. I'm going to tell them everything. Everything we know about the Raccoon City incident. But sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from. And might create more problems than it solves. A lesson I learned well in the military. Bioorganic weapons are a global threat, and we are partly to blame. We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this. Whatever you decide, sir. I'm with you. I've always valued your friendship, Leon. It's time we take responsibility and end this mess. Oh.
It's gonna be a tough road. Let's get moving. We don't have much time. Certainly got our work cut out for us. Believe me, I know. Okay, ich glaube, hier wäre der perfekte Zeitpunkt, um sich absolut mal hinzulegen und ganz gemütlich den Part zu beenden. Was sagst du? Ist das okay? Du siehst ein bisschen gruselig aus, muss ich sagen. Minimal. Okay, damit haben wir die ersten beiden Parts rum. Von daher, wenn ihr das vor Silvester noch seht, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr es nach Silvester seht, willkommen in 2022, wo wir Resi 6 auf Profi hoffentlich durchzocken. Ansonsten werdet ihr es irgendwann im Titel erfahren, wenn wir wechseln. Chris, ich freue mich unfassbar, mit dir wieder Resident Evil zu zocken. Thanks for that. Ich auch. Beautiful. Good job. I'm glad you're here. Ups. Ich hab das auch gemacht, aus Versehen. Reden wir nicht drüber. Und damit bis nächste Woche Freitag, wenn es wieder heißt, schaffen wir es oder müssen wir auf Veteranen runterschalten. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Leute.